Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Leben zusammen mit Optionalbug. Ja. Moin. Gestern war ja das Event, das tolle, wo man Sachen gekriegt hat. Wo ich nicht mitgemacht habe. Oh, da warst du leider nicht da, aber du hast ja die Redstone-Schaltung für die Lichter gemacht. Ja. Das hat mir sehr gefallen. Ja, dann gucken wir jetzt nochmal vorher die Folge. Da hat man ja Hasen besorgt. Die habe ich schon ordentlich vermehrt. Jetzt haben wir 9 Stück schon. Die brauchen dringend ein Gehege. Ja, jetzt komme ich nicht mehr raus. Es wird Zeit, dass die auch ein Gehege bekommen. Ja, da muss ich unbedingt Warum was machen. Ich jetzt mal... Okay. Ja, also hier habe ich auch noch ganz viel Zeug vom Event drin. Also ja, ein Zaubertisch, eine Endertruhe, ein Diamantschwert, dann ein Holzschwert, was 7 Attack Damage macht mit allen möglichen Verzauberungen. Ich würde gerne reingucken, aber ich habe keine Rechte auf die Truhe. Warte mal. Slash C Modify. Ja. Warum habe ich gerade keine Indian Sounds? Warte. So. Jetzt müsstest du Rechte haben. Genau. Okay, OP oder Müll, das hat man ja in deiner Folge gesehen. Ja, das 7 Attack Damage Schwert, was genauso stark ist wie ein Dia-Schwert. Ohne Slime, Verzauberung. Slimeholz, Zaubertisch, Pfeil der Regeneration, Spektralpfeile, Ja. Das andere Zeug, was ich gestern gekriegt hatte, habe ich alles verkauft, um was Schönes für Optionalbug und mich zu kaufen. Das zeigt man dann gleich. Ja. Sonst habe ich bei übrigens mir... Zeug, das ich nicht mitmachen konnte, aber dabei geholfen habe, dass es für die eigentlich alles so gut läuft, habe ich hier extra von den Server-Ownern noch eine kleine Entschädigung bekommen. Das wären einmal 6 Goldblöcke, 6 Eisenblöcke und 20 Glowstone. Nicht wundern, weswegen ich sie habe. Ja. 2 Diamanten habe ich eben gerade durch den Handel verdient, weil wir haben jetzt mittlerweile ein Slash Money Plugin hier drauf. Ich habe gerade einen Kontostand von 0. Ich glaube, ich auch noch. also Zeit, ja. Dass die Armbauer, komm mal kurz nochmal her. Mit ihren Holzfällerhänden. Ja, warte. Also. Es leckt gerade so, weil es überall regnet. Wir gucken mal, der Rinder in die Richtung. Da ist ja ganz viel Land weg. Kann ich gleich. Ich muss noch einmal kurz... Was umstellen? Ja, da hinten war ja mal Wald. Wo ist das hin? Wo kommt das Wasser her? Das zeigt man dann gleich, was da passiert ist. Animationen alle aus. Ja, ich lasse den Regen mal noch an. Ich kann ein bisschen leiser stellen. Ich habe den jetzt komplett ausgeschaltet, weil... Ja, mit Shader sehe ich ihn sowieso, also ist das mir ganz egal. Ja, aber in der Aufnahme mittlerweile hier hinten die Ecke ist mittlerweile auch schon so dermaßen bebaut, dass ich mir auch kaum noch lagfrei bewegen kann. Also ich habe hier ungelogen 7 FPS. Oh, ich habe 42 hier, 43, 41. Du brauchst dringend deinen neuen PC. Was steht hier an riesengroßen Gebäuden, was mir die FPS raubt? Oder mein PC sagt einfach wieder nö. Ja, dann gehen wir hier lang. Ich habe hier noch ein paar hier Gitter dran gemacht an den Seiten. Mehr als vorher. Jo. Ja, dann hier ist deine Kommen Farm. Wir schon mal mit den großen Weizenfeldern. Da habe ich. Wir gucken noch nicht hinter uns. Gucken wir noch nicht hin. So, ja, stimmt. Da hinten ist die Kuhfarm von ihm. Wir haben die jetzt zusammengelegt. Dann haben wir Esel. Ich habe 2 Esel gekauft von dem ganzen Zeug. Oh, ich habe genau einen Esel mit einem Ei getroffen, das ich hier aufgesammelt habe. Na toll. Ja, dann haben wir schon Esel ein Maultier gezüchtet. Maultier und Pferd. Hier sind noch ein paar Hühner. Bei dir ist nicht mehr passiert sonst, gell? Ja, haben wir noch den Weg ein bisschen verschönert, über Nacht alles. Ja, und dann zeigt man jetzt noch das hier. Ja, wir haben den See vergrößert. Ja, das war... Komm mal mit. Da hatten wir so ein bisschen dezente Langeweile. Wenn ihr eine bessere qualitative Aufnahme sehen wollt, also ohne großartig Lecken oder so, guckt sie euch mal guten Shadow Game an, weil, wie gesagt, Marcel sagt gerade eben nö. So, dann haben wir hier einen schönen Weg noch gebaut. Naja, den haben wir eigentlich verschönert. Dann hier noch so ein kleines Camping gebaut. Das ist jetzt noch nicht so fertig. Jemand hat das Huhn getötet. Och man, Peter. Oh. Ich hab zum Glück noch 2 Leine mit einem kleinen Lagerfeuer hier. Und dann hier oben. Ja, bei mir sind ja jetzt gerade die Animationen aus. Na, hier oben geht's dann auch nochmal lang. Eine schöne Sitzbank. Hier sieht man den ganzen See nochmal. Und hier wurde nochmal alles erklärt. Ja, das ist der Hügelsee, den wir um das Doppelte vergrößert haben. So ganz viele waren dabei und haben damit mitgeholfen auszuheben.
Da ist ein kleiner Steg und hier wohnt auch noch was drin. Ah, da wurde wieder was geschickt. Also mal gucken. Vorhin war es hier vorne. Jetzt haben wir wirklich Probleme, das zu finden, ja. Da hinten ist er nicht. Ich kann da hinten. Doch, wirklich? Ja. Oder? Ja, da hinten ist er. Nee, okay. Ist Block. Also, ich gehe noch mal kurz in dem kleinen Teich hier vorne gucken. Da versteckt er sich ja manchmal auch und kommt nie wieder raus. Ja, hier liegen auf jeden Fall Tintensäcke rum. Vielleicht kann ja schon der ein oder andere erraten, was es ist. Wir haben ja ein schönes Tierchen drin wohnen. War nicht einfach, hier reinzubekommen? Ja, der ist hier im kleinen Teich. Da sieht man schon. Ganz knapp. Jetzt gehen wir unter Wasser. Ein Wächter. Den haben wir hier reingebracht. Der heißt auch der Wächter vom Hügelsee. Ja, den müssen wir jetzt nur... Wie soll ich den jetzt schon wieder hier rauskriegen aus diesem See? Wir müssen diesen kleinen See mal irgendwie ein bisschen zumauern. Dass er sicher ist gegen Wächter und so. Rotchen, bleib hier. Vielleicht könnte man ja mal Austrix oder so fragen, ob wir Barriereblöcke kriegen, die wir hier unter die Brücke machen können. Ja. Dass der nicht hier... Das glaube ich auch ein bisschen besser, weil ich hier jedes Mal unter die Brücke gezogen werde. Ja. Da sieht man ihn nochmal bei mir. Wunderschöner Wächter. Ja, den lassen wir jetzt einfach da drin. Ich habe keine Lust, den da nochmal reinzuschaffen. Ja, dann hab ich auch noch ein Rathaus mitgebaut. Das kannst du dir auch mal gerne mit ansehen, richtig? Ich habe schon richtig angesehen und das Blöde ist, ich laufe jetzt in die Stadt rein und... Und dann gehen die FPS noch weiter. Oh ja. Okay. Bei mir geht's auch, ist also jetzt um die Hälfte gesunken schon immer wieder. Ja. Also ja, das ist das Rathaus, was ich mit Fru zusammengebaut habe. Besser qualitative Aufnahme, einfach bitte beim Shadow gucken, weil mein PC. Es wird langsam Zeit, dass der neue da ist und ja. Das merkt man auch so ein bisschen. Guck mal, die haben das komplett abgerissen, das Teil hier. Da sind die Bürgermeisterkandidaten, einmal Fru. Die haben das Teil hier hinten komplett abgerissen. Austrix und Obsenabak, also ich. Ja, also das ist das Rathaus hier. Da hoch geht's zum Bürgermeister, gehen wir mal hoch. Den Bürgermeister wurde noch nicht komplett gewählt, die Wahl ist dann erst heute irgendwann beendet. Da müssen wir erst mal den auswerten heute, wo die Aufnahme rauskommt. Ja. Gehen wir mal hier rein. Ja, der hat... Die Sitze hier fehlen ja. Hier waren noch zwei Sitze gewesen. So, ich habe jetzt runter auf zwei Chancen runtergestellt. Ja, dann kann man hier eine das kleine heißt, Aussicht kann, haben. Austrix Hütte noch sehen, das war's. Ja, du brauchst dringend wirklich deinen besseren PC. Und ja, hier geht's dann rein, ja. Hier werden dann die Zettel abgeliefert. Aber da darf nur ich Lager rein. Betreten verboten für alle, betreten nur für Shadow erlaubt. Auch für Admins verboten. Du kannst ja mal reingehen und den Zuschauern zeigen, was du bisher... Wieso ist das jetzt für mich abgeschlossen? Keine Ahnung. Die wollen mich doch verarschen. Also. Hier gut. Unten ist der ja. Wahlraum. Hier unten soll noch so eine kleine Bibliothek hin, hier hinten. So überall Bücherregale drumherum. Das Schöne ist, haben wir eigentlich ein Gerichtsgebäude? Nö, das muss noch gebaut werden. Aber ja, hier kann man dann reingehen. Du benötigst für die Wahl ein Level. Es darf nur einmal gewählt werden. Die ich kann es ja mal vorführen. Man geht hier rein auf die Druckplatte. Da geht hinter einem das zu, dass niemand anders rein kann. Dann ist hier noch ein Dropper. Wenn man auf den Knopf drückt, kriegt man ein Papier. Dann kann man das hier umbenennen, eben zu dem, den man wählen möchte. Die Kiste ist auch wieder gelockt. Schön. Ja, ich glaube, der Server wurde neu gestartet oder so. Wie toll. Und dann muss man das in die Kiste packen. Ja, in die Kiste packen. Es wird rausgezogen und dann durch einen schönen Mechanismus wird das an der Seite dann hier drüben nach oben geschickt in die Kiste rein. Ja. So wird das halt gemacht. Aber es ist auch noch nicht komplett fertig, denn hier fehlen ja auch überall noch ein paar Pflanzen und so. Bücherregale fehlen eben in der Bibliothek noch. Was wollen wir jetzt noch machen? Der Marktplatz wurde noch gebaut hier. Und hier wird noch irgendwas gebaut. Zuschauertribüne.
Für Verschiedenes okay. wird hier gerade gebaut. Cool. Kann man sich denn hier auch wirklich hinsetzen? Zuschauer Tribüne fürs Vorschießen. Also ich kann mich hier nirgendwo hinsetzen. Events. Ach, hier oben muss man sich hinsetzen. Ach so. Das ist ja wenig Plätze. Das sind wirklich wenig, ne? Ja, so viele Spieler, wie wir eigentlich sind. Da würden ja nicht mal alle draufpassen, die gerade auf dem Server sind. So. Ja, dann hier der schöne Marktplatz. Ich habe eben gerade die Tab-Taste gedrückt, ne? Ich habe eben gerade die Tab-Taste gedrückt, bis mal einfällt. Ich habe ja F1 drin. Mhm. Dann hier der Marktplatz eben. Hier steht so ein Pferdchen. Ich kann es nur noch mehrmals betonen, es tut mir leid, PC macht einfach nicht mehr das, was er will. Ja, er soll. Ja, bald kommt ja ein neuer PC. In zwei Wochen oder so, gell? Ungefähr in zwei Wochen kommt ja ein neuer PC. Ja, deswegen werde ich jetzt auch so ein bisschen die Minecraft-Nebenvideos ein bisschen runterschrauben. Nicht immer zwei pro Tag. Ich bin erstens der einzige Typ, der keine Grafikkarte hat. Eben den schlechtesten PC hat. Der keine Grafikkarte hat, muss ich einfach sagen. Ja, dann hier hinten ist du das. Wie gesagt, ich bin der einzige Minecraft-Leben-Mitspieler, der den schlechtesten PC hat hier. Ja, hier ist noch das Milizgebäude. Ich bin der einzige YouTuber. Das Geile ist, ich bin ja auch der einzige YouTuber vom Minecraft-Leben-Projekt mit den meisten Folgen. Ja, das stimmt auch. Schlechteste Qualität, aber die meisten Folgen. Ja, das ist ja, wie gesagt, das Milizgebäude. Das wird sich ja alles noch ändern. Ja, wenn du deinen neuen PC endlich hast, dann freue ich mich auch. Ah, okay, haben sie ja abgesperrt. Die haben denn irgendwo da hinten ist dann noch Route 9, die eröffnet wurde da. Da haben Fru und da können wir eigentlich auch noch mal kurz so hingehen. Einen riesigen Bunker gebaut. Aus ganz vielen Steinen vom See. Mittlerweile auch schon gefunden, ordentlich. Ich habe auch einen eigenen. Wo sind die Esel hin? Hier, guck mal, hier drin hatten die zuerst die Esel gezüchtet gehabt. Sind die hier unten? Ja, da sind die Esel jetzt drin. Also zwei davon sind die Eltern von unseren Eseln. Mhm. Ja. Und vorne müsste auch gleich eigentlich Route 9 sein. Ja, noch ein kleines Stückchen weiter. Das ist irgendwie ein bisschen weit. Guck mal, ne, hier ist wieder extrem lagfrei. Das finde ich geil. Also nicht direkt komplett lagfrei, aber ich habe weitaus weniger... als mitten in der Stadt. Frame-Einbrüche. Ist hier ist ein See. Nee. Warte, da kommen wir nicht vorbei so schnell. Aber hier müssen wir hin, hier müssen wir hin. Hier hinten lang. Wo? Ach so, da. Ja, da ist es auch dann gleich. Ich wollte gerade voll in den See reinspringen und vorne wieder rausgehen, ne? Das ist ja keine normale Meinung. Ja, dann hier ist sozusagen Route 9. Mit dem großen Bunker hier drin. Da kann ich leider nicht rein. Da habe ich immer noch eine Bestellung von einem Sattel. Die haben meine Bezahlung immer noch nicht rausgenommen. Ach so, das soll das neue Hanfblatt sein, ihr neues Logo. Die schulden mir noch einen Sattel. Ich habe das Geld ja schon reingetan. Schnee, nicht gelb, 1 Gramm, 2 Eisen. Sattel 10 Diamanten nur auf Bestellung und Hasengras 1 Gramm. Ein Eisen, unsere Waren. Ja. Bestellungen mit Namen bitte ich in die Kiste. Bitte in die Kiste, wir bringen Ihnen einen Kauf. Ja, ich habe da extra, ich hatte gerade kein Papier oder Buch mit. Ich habe da einfach nur einen Weizensamen umbenannt als Bestellung. Ich kann da auch nicht drauf zugreifen, also da können wir nicht rein, leider. Wir haben auch schon zweimal Warte mal, indirekt schon. Da sind Schilder hinten dran. Scheibenkleister, ja. Die haben das komplett mit, die Wände komplett aus Öfen gebaut und hier oben Schilder dran platziert noch, neben die Tür. Alter, Vater, also ist komplett gesichert. Da gibt's keine einzige Lücke. Das kann ich dir gleich sagen. Als er noch nicht fertig war, war der komplett gefährlich für Babyhühner. Die sind ja immer gestorben. Die hatten da zwei Babyhühner drin und die sind beide tot. Stimmt, was ist, wenn man von oben rein will? Ne, oben sind auch Öfen drauf. Stimmt. Da sind auch Öfen an der Wand. Hä? Ja, guck da. Scheibenkleister, hier sind wirklich Öfen. Hab ich doch gesagt. Scheiße! Ich kann die Blöcke nicht mehr setzen. Doch, jetzt. Jetzt. Du darfst es nur Alter. Nicht daran platzieren, wo gelockt ist. Das wär's noch gewesen, die Blöcke nicht mehr gesetzt.
So, hier kriegen sogar noch ein paar Kopfschüsse dafür extra. Dafür, dass ich bei dir versucht habe einzubrechen. Ja. So. Ja, die Folge geht jetzt 15 Minuten lang. Wollen wir da schon aufhören? Schon? Was soll man noch zeigen? Ich weiß nicht, was noch neu ist. Ja, nichts großartig. Also, ja. Wir haben jetzt Sonntag und ich voll Hans habe heute die Zeitung noch nicht geschrieben. Ja, das. Da gab es schon einige Beschwerden bei mir, also. Na, ich nicht. Ich warte gerne auf die Zeitung. Kannst dir einfach sagen, es ist noch nicht genug Stoff da für die Zeitung. Mittlerweile genug Stoff für 3 Zeitungen. Und das musst du alles in eine quetschen. Ja. Oh Mann. Ich habe nur 50 Seiten Begrenzung. Und bei der letzten waren es schon 25. Okay, dann sind sozusagen 2 Zeitungen in einer und dann noch eine Zeitung extra. So das Nebenblatt eben. Ja gut, wollen wir uns irgendwo treffen? Wo bist du jetzt wieder hin? Ich bin eben gerade hier in den See gesprungen. Ach so, gut. Ich bin nur gerade am Überlegen. Bin ich in die Höhle gefallen? Jedes Mal in den Höhle. Lass mal die Folge an mein Haus beenden in der okay, Stadt. Okay, gut. Da komme ich. Weil der Adrige hat ja auch sein Haus hier richtig toll gebaut. Das hat man, glaube ich, ja, aber schon gesehen. Es ist eigentlich mittlerweile schon komplett fertig von außen. Ja, ist komplett fertig, soweit ich gehört habe. Hier baut sich. Nee, das Dach an der Seite ist noch nicht ganz fertig. Wenn man so guckt. So, okay. Das ist komplett offen. Ich habe die Sichtweite jetzt. Ja, wie meine Mühle eben. Mhm. So ungefähr. Ja, die müssen wir auch noch oben bauen und weiter bauen. Ja, die muss noch fertig gemacht werden. Ich habe ja mittlerweile so viele Berufe. Ich habe einiges zu bauen. So. Ich muss mich extrem für die Lags entschuldigen. Innerhalb der Stadt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Ja, innerhalb der Stadt ist wirklich ein. Ich habe 20 FPS. Oh, ein Geschenk von Moinsen. Ich habe noch gar keinen Lapis. Geil. Okay. Ah, du wohnst hier an der Straße des Lebens. Ich wohne an den Quellen des Lebens. Jo, komm rein. Ja. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder Sichtweite runterstellen, weil ich gar nicht mehr bewegen kann. Mhm. Dann wollen wir mal kurz Briefkasten checken. Und dann würde ich auch sagen, Folge beenden, ne? Ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Briefkasten checke, muss ich erstmal gucken. Okay, ist losgeschickt. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und schaut auf jeden Fall mal bei Optionalbug vorbei. Auch wenn er seinen neuen PC noch nicht hat, aber trotzdem abonnieren. Bald kommen richtig hier Videos in 180p. Das Schöne ist, wenn ihr, ich werde das so machen, ihr könnt mich abonnieren und dann mache ich extra für euch eine Minecraft-Map mit 5 Millionen Diamanten und 5 Millionen Eisenblöcken. Wenn ich 200 Abos erreiche innerhalb der nächsten, sagen wir mal bis zu meinem PC. Wenn ich bis dahin 200 Abos erreiche, mache ich diese Map für dich und für mich, für alle. Die mache ich, stelle ich dann zum Download bereit und fange mit Shadow ein hammergeiles neues Projekt an. Ja, das ist doch eine super Idee. So, naja. Und wenn ich hier, wenn ich 400 Abos erreiche, in der Zeit. Ja, wir mal gucken. Dann guck mal zusammen, mach mal Folgen erstmal auf dem so eine Folge auf dieser Map dann zusammen. Wie gesagt, weil wenn ich meine 100 Abos geknackt haben, dann setzen wir das, was ich eben gerade gesagt habe, in die Tat um. Okay, das war's dann mal mit dieser wunderschönen Folge, ne? Ja. Wie gesagt, Qualität muss ich mich extrem entschuldigen. Mein PC ist einfach nicht mehr der beste. Schön, dass du voll im Bild stehst. Oh, Entschuldigung. Und wir sehen uns dann einfach zur nächsten Folge. Und ich verweise euch weiter an den Shadow. Ja, dann schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Tschüss. Tschüss.